Ja, jetzt ist das ein klassisches Beispiel für Waldspaziergang. Ich bin jetzt für euch einfach mal hier in so einen Wald reingelaufen, um euch mal zu zeigen, was ein Wald eigentlich so ist. Hier zum Beispiel hat sich versucht, jemand eine Hütte zu bauen, oder hier ist vielleicht eine Hexenbrennung in Planung. Ich weiß es nicht genau. Ja, das ist ein typischer Wald, besteht aus verschiedenen Bäumen, also es ist ein Mischwald. Hier haben wir Laub, da hinten ist irgendwo war auch Tanne. Ja, ich muss jetzt nicht auf die einzelnen Bäume eingehen. Hier ist zum Beispiel eine Birke, glaube ich. Hier, was haben wir hier? Eiche, Fichte oder Lärche. Ja, ich bin jetzt nicht so, bin jetzt halt, habe ja keine Forstausbildung. Das ist auch jetzt nicht relevant. Relevant ist einfach nur die Bewegung innerhalb des Waldes. Man versucht mit Ruhe und Besonnenheit durch den Wald zu gehen, ohne Tiere zu erschrecken, weil man hat ja hier nicht nur Fauna, sondern auch Flora. Ne, wie heißt das nochmal? Flora und Fauna? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier kommt zum Beispiel jetzt das erste Hindernis in so einem Wald. Ich versuche mal dieses Hindernis zu. Gefahr ist jetzt hier natürlich, dass man hier ausrutscht und bricht sich gleich einen Fuß. Oder sagen wir mal, braucht ja nur ein Bänderriss sein. Also ganz vorsichtig entlasten. Hier hat jemand eine Brücke selber gebaut. Man weiß nicht, ob diese Brücke noch stabil ist. Anscheinend, so wie ich das anhört, nicht richtig, nicht wirklich. Aber wir gehen trotzdem drüber. Wir sind ja auch gleichzeitig, hier ist Moos auch sehr gefährlich. Gefahrensucher sind wir, weil ein Wäldchen birgt viele Gefahren, aber auch Erlebnisse. Hier zum Beispiel Gefahr Nummer 2 wäre jetzt der Brennnessel- und Dornbereich mit kurzer Hose. Sollte man diesen Waldabschnitt nicht bewandern, also versucht man wieder auf normalen Wege zu kommen. Ja, Waldwandern ist als solches eigentlich sehr schön. Wir haben ja hier in Deutschland unheimlich ganz viele Wälder. Hier vorne, glaube ich, um die Ecke haben wir die Hart. Moment, ich muss nochmal eine Hürde überwinden. Oh, gefährlich, gefährlich, leg mich da am Arsch. Es hat glatt hier. Aber egal, geschafft. Ja, wir haben ja die Hart. Da sind ja damals schon die Römer langgelaufen und wurden später von den Etruskern quasi zur Strecke gebracht. Ja, dann haben wir noch das Rothaargebirge, auch sehr schön, den Thüringer Wald, den Teutoburger Wald, den Schwarzwald, den Bayerischen Wald. Ja, könnt ihr ja mal selber in so einem Buch gucken, da muss ich ja jetzt nicht alles unbedingt aufzählen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie man sich hier vorne ist ein Vogel, auch ein seltenes Exemplar, wie man halt so einen Waldspaziergang macht. Und das habe ich jetzt gezeigt. 3 Minuten 15 müsste reichen. Ich mache mal einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt dabei. Ach, hier übrigens ist der Wald total kaputt. Da sieht man das. Ja, ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt daraus. Geht mal öfter wieder in den Wald, beziehungsweise da, was davon übergeblieben ist. Weil hier sieht man ja auch bei vielen Folgeschäden von Umwelteinflüssen bis hin zu Katastrophen. Also, sagen wir mal jetzt, die Erderwärmung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass hier der Wald unheimlich zu leiden hat. Ja, da liegt der Mischwald quasi auf dem Fußboden, also auf dem Waldboden. Und hier auch wieder gefährliche Pfützen. Ja, aber ansonsten trotzdem, trotz alle, ja auch ein Wald stirbt ja irgendwann mal, ne? Ist halt so, der wird auch nicht immer uralt. In diesem Sinne, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen nochmal.